Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur Osterausgabe von Ortloffs frei nun. Wir schreiben Karfreitag, den 29. März 2024 und ich glaube, der eine oder andere hat heute durchaus Ruhe, um diese kleine Sendung, die vielleicht ein bisschen länger ist als sonst, in aller Ruhe zu genießen. Und beginnen wollen wir mit den Osterwünschen von Zweien, die ihr gut kennt. Heute schicken wir euch Ostergrüße auf der Schiene. Wir haben viel Spaß dabei gehabt. Aber wie? Revolutz hat eine Schokohasenlok konstruiert. Ich habe das doch zu Hause probiert. Und wenn er ein Stück Schokolade abbricht, wird es gegessen. Ganz standfest ist die Hasenlok nicht. Entmutigen lassen wir uns nicht, auch wenn der Hase zum Ungehorsam neigt. Eier noch vorne hinweg. Wir haben den Hasen so oft wieder anfassen und aufstellen müssen, dass er hinten nur noch aus Folie bestand. Wir machen einen Kurzschluss. Haut ab mit dem Ei! Haut ab mit dem Ei! Ja, da wünsche ich jetzt schon viel Vergnügen bei der Eiersuche. Und jetzt geht es weiter mit meinem Lieblingsfilm des Monats März. Wir haben uns als Modulbaugruppe gegründet. Mittlerweile sind die Module mehr oder weniger fest verbaut hier in unserer Anlage. Und wir machen hauptsächlich Industrie. Also hier sind wir im Bereich der Kokerei. Und hier wird Kohle zu Koks gebacken. Halt auch ein sehr großer Industriezweig, der sich immer relativ nah an Zechen befunden hat, um die Transportwege einfach nicht so lang werden zu lassen. Wir haben unsere gesamte Anlage auch mit einer Hintergrundkulisse versehen, in der immer wieder industrielle Objekte auftauchen, Kühltürme, Gasometer, große Industrieanlagen, Schrottberge etc., um dem Ganzen halt das richtige Flair zu verschaffen. Wir befinden uns auf einer faszinierenden Zeitreise durch die 60er Jahre. Im kommenden Monat ist bei mir natürlich auch wieder jede Menge los. Ab dem 18. April bin ich 4 Tage lang in Dortmund auf der Intermodellbau und da berichte ich natürlich auf meinem YouTube-Kanal jeden Tag ausführlich. Und ab Mitte der kommenden Woche bin ich auf einer Eisenbahnromantik-Sonderfahrt in Sachsen. Und da gibt es so etwas wie einen Hinweis auf eine weitere Sonderfahrt einen Monat später. Der Geburtstags- und Jubiläumsexpress 75 Jahre Hagen von Ortloff ist vom 30. Mai bis 2. Juni 2024 unterwegs. Mit historischen Dampf- und E-Loks geht es von Stuttgart nach Dresden und wieder zurück. Wir fahren über das Markersbacher Viadukt, sind mit dem Lößnitz-Dackel unterwegs und auch mit der Weißeritztalbahn. Nicht zu vergessen, eine Fahrt mit einem Dampfschiff auf der Elbe. Alles weitere über info@ige-erlebnisreisen.de. Wir bleiben, wenn ihr so wollt, in meiner Jugendzeit und gehen jetzt nach Heilbronn ins Robert-Meyer-Gymnasium. Dort war ich ja auch ein paar Jahre eher erfolglos Schüler. Aber dort gibt es schon seit vielen, vielen Jahren eine Modellbahn AG. Und die Schüler haben auch einen Film produziert. Hier ein paar Ausschnitte. Helmut Etzler ist der verantwortliche Lehrer im RMG, beziehungsweise er ist unterdessen, glaube ich, sogar schon pensioniert. Aber er hat mir diese Bilder geschickt und ich muss sagen, großartig, was die Schüler hier im Laufe der Zeit gebaut haben. Sie haben Geschichte ins Bild gesetzt und diese wieder lebendig werden lassen. Denn die Bottwartalbahn, die gibt es schon seit mehr als einem halben Jahrhundert nicht mehr. Ich finde, eine Modellbahn AG sollte ein Bestandteil jeder Schule sein. Man kann sich dabei ganz spielerisch mit der Technik,
mit der Geschichte oder mit der Heimat befassen und diese auch gekonnt ins Bild setzen. Ich gehe davon aus, dass der Beitrag zu oder kurz nach Ostern auf meinem YouTube-Kanal zu sehen ist, ebenso wie der von Michi Meier, der war nämlich auch unterwegs und hier ein paar Ausschnitte von seinem Film über Swiss Miniatur. Michael Meier war mit seiner kleinen Tochter bei traumhaftem Wetter wieder einmal in Melide am Luganer See bei Swiss Miniatur. Hier wird die Schweiz im Maßstab 1 zu 25 nachgebildet. Über 130 Modelle, Kirchen, Burgen, Denkmäler oder andere Bauwerke kann man hier bewundern. Jedes Jahr zieht dieser Park rund 200.000 Besucher an. Bedauerlicherweise gab es im vergangenen Jahr ein schweres Hagelgewitter, wodurch viele der filigranen Modelle und auch die Landschaft und die Blumen schwer in Mitleidenschaft gezogen wurden. Aber in mühevoller Kleinarbeit ist vieles schon wieder hergerichtet worden. Auch dieser Beitrag wird entweder noch zu Ostern oder kurz danach online stehen. Und jetzt habe ich eine Frage an euch. Wer kennt solche Gleise? Ich habe sie auf der Ausstellung in Dresden, glaube ich, geschenkt bekommen. Sie bestehen komplett aus Metall, drei Leiter mit Schwellen. Und keiner konnte mir bisher sagen, wer der Hersteller ist. Also es ist natürlich H0, wie ihr seht. Und wer da etwas weiß, bitte schreibt an freinun@gmx.de. Vielleicht kommen wir diesem Geheimnis auf die Spur. Und jetzt geht es weiter mit Filmen von euch. Wir befinden uns im Schlossgarten von Karlsruhe und entgegen kommt uns die Dampflok Greif. Dieses Video hat uns Steffen Weidelich geschickt mit einem einzigen Begriff. Saisoneröffnung. Gute Fahrt durch dieses Jahr. Dann wünsche ich dem Greif allzeit gute Fahrt und möchte an dieser Stelle einfügen, es gibt natürlich noch viele, viele Bahnen, die jetzt zu Ostern wieder aus ihrem Winterschlaf erwacht sind. Die Kilisbergbahn in Stuttgart gehört natürlich auch dazu und natürlich auch viele Museumsbahnen. Da müsst ihr einfach in die Tageszeitung oder ins Internet schauen. So, und jetzt weiter im Text, das heißt mit Videos von euch. Hallo Hagen, am 29. Februar 2024 tauchte U-Boot 229-181 plötzlich im Bahnhof Lüneburg auf, um ebenso schnell wieder zu verschwinden. Typisch U-Boot. Liebe Grüße von Matthias Striegel. Vielen Dank und liebe Grüße zurück. Am 6. November 2022 verlässt der Ausflugszug der Bundenthaler unter Glockengeläut den Bahnhof in Annweiler. Ziel der Zugfahrt ist der Martini-Markt in Dahn im Wieslautertal. Freundlich grüßt das Lokpersonal den auf dem Viadukt stehenden Filmer. Wie ich erfahren habe, war dies der letzte Planzug der DB mit N-Wagen überhaupt. Dann ist dies ein historisches Dokument. Lieber Hagen von Ortloff, schreibt Michael Schlömer. Hier eine Aufnahme aus dem vergangenen Oktober vom Bahnbetriebswerk Penzenz. Die Rangierlok 08645 St. Pyran rangiert einen Schlafwagen für den Night Riviera Sleeper, den Nachtzug nach London Paddington, über den noch zu berichten sein wird. St. Pyran ist der Schutzheilige von Cornwall. Die Lok ist in den Nationalfarben von Cornwall lackiert und sie gehört zur Class 08, die in einer Stückzahl von 996
von 1952 bis 1962 gebaut worden ist. Heute sind noch etwa 10% davon einsatzbereit. Viele Grüße, Michael Schlömer. Und ich sage vielen Dank. Hallo, guten Morgen, Hagen, schreibt Andreas Hohl. Am Samstag, dem 16. März, war eine besondere Fuhre unterwegs. E94088 der württembergischen Zugförderung Kornwestheim brachte die ehemalige Dampflok der GES 523636 ins Dampflokmuseum nach Dresden. Die Lok war früher im Osten Deutschlands beheimatet und dann jahrelang eine Leihgabe an die GES. Dort wurde sie vor Jahren wegen Kesselschaden abgestellt und geht jetzt in ihre frühere Heimat Dresden zurück. Moin Hagen, schreibt Sven Eichler. Anbei ein Clip von der Nordbahn in Fresenburg, welche seit ein paar Tagen mit den neuen Akkutriebwagen der Baureihe 526, 826 zwischen Bad Oldesloe und Neumünster unterwegs ist. Lieber Hagen von Ortloff, schreibt Michael Schlömer, hier eine Aufnahme aus dem Bahnhof Antwerpen vom vergangenen Sonntag. Mich faszinierten zunächst die alten Prellböcke, die offensichtlich mit einer Hydraulik versehen waren und laut Fabrikschild 1906 in Berlin nach dem Patent Hoppe gefertigt worden sind. Des Weiteren fällt auf, dass dieser sehr schöne Kopfbahnhof zu einem kombinierten Kopf- und Durchgangsbahnhof umgebaut worden ist. Von den ehemals 10 Kopfgleisen blieben rechts und links je 3 und in der Mitte geht es zu 2 tieferen Ebenen mit Durchgangsgleisen. Viele Grüße, Michael Schlömer. Hendrik Hauschild gratuliert der Harz-, Quer- und Brockenbahn zum 125. Geburtstag. Am vergangenen Mittwoch, 27. März 2024, schreibt er, jährte sich das Jubiläum auf den Tag genau zum 125. Mal. Die beiden LGB-Markenbotschafter Andreas Franz und Hendrik Hauschild waren vor und brachten 2 LGB-Neuheiten mit nach Wernigerode. Neben der Einheitslokomotive 99222 wurde auch ein HSB-Personenwagen mit einer Werbebotschaft zum Jubiläum präsentiert. Bei bestem Frühlingswetter ging es mit einem Sonderzug zum offiziellen Jubiläumsanlass auf den Brocken. Und dort war noch ein wenig Winter. Sehr eindrucksvolle Bilder, vielen Dank und allzeit gute Fahrt dem Original und den Modellen. Sichtlich zufrieden schaut Thomas auf das Erschaffene. Eine Woche Arbeitszeit, fast Tag und Nacht, aber das macht nichts. Beide Gleise im Betrieb. Fenster spiegelt, sonst könnte man jetzt die Stadt von oben sehen. Bei dieser Streckenlänge wüsste ich nicht ohne Leutwerk, wo meine Züge sind. Die Graus-Fandor-Lok fleißig beim Fahren. Durchfahrt durch Bahnhof Kibri. Jetzt reicht's für heute. Hallo Hagen, schreibt Michael Ruoff. Wie schon angekündigt, ist das neueste Railroad Radio
endlich mit 7E vorne fertig geworden. Ein Modellbahnkollege wünschte sich ein Diorama mit Schwarzwaldmotiv. Nach langem Suchen hatte ich die Idee, die Szene Hirschsprung der Höllentalbahn nachzustellen. Dass im Original ein Tunnel auf den anderen folgt, macht den Bau dann etwas einfacher. Auf Schiene und Straße ist mächtig was los und der Hirsch thront über allem. Neben der Bahn können im aktuellen Diorama auch Viking, Herpa, Brekina und Co. präsentiert werden. Frühlingsgrüße aus Nattheim von Michael Ruoff. Vielen Dank, da sage ich nur herzliche Grüße zurück in den Schwarzwald nach Nattheim auf der Schwäbischen Alb. Von Tom Spahns stammt dieses Video mit alten Fleischmann-Zügen aus den 50er und 60er Jahren. Fleischmann begann die Produktion von H0-Zügen 1952. In den 50er Jahren fanden vor allem die seltenen Triebwagen von Fleischmann mit der Nummer 1371 Beachtung. Auch die anderen Züge von Fleischmann waren in dieser Zeit schon sehr ansehnlich und robust. In meiner Kindheit waren die meisten Fleischmann-Modelle leider nicht erschwinglich. Als Erwachsener gab es dann die neueren Züge, die wesentlich detaillierter und perfekter waren. Jedoch war bei mir die Faszination für die alten Modelle aus der Anfangszeit von Fleischmann stark ausgeprägt. Diese Züge entwickeln trotz der fehlenden Detailtreue eine Art Anziehungskraft. Vielleicht auch deswegen, weil sie nicht perfekt sind. Aber sie haben so etwas wie eine Seele. Ich wünsche alles Gute, herzliche Grüße aus Althengstedt, Ton Spahns. Vielen Dank, lieber Ton. Vielen Dank für euer aktives Mitarbeiten. Und freitags ist ja bei uns immer Stammtisch und da fuhr das letzte Mal auch ein Zug durch eine Landschaft. Allerdings alles ziemlich einfach und ziemlich klein, aber schön. Diese Anlage ist nicht wirklich groß. Baugröße Z und sie passt bequem auf unseren Stammtisch in der Gaststätte Lehen in Stuttgart. Dort drehte der vierachsige Triebwagen am vergangenen Freitag seine Runden. Batteriebetrieben und recht einfach aufzustellen und durchaus nett anzuschauen, nicht nur für die Stammtischfreunde. Und jetzt noch kurz ein paar Termine. Einen Ostertag der Modelleisenbahn mit Börse gibt es am Sonntag, dem 31. März zwischen 10 und 16 Uhr in Norden, Schulstraße 70. Die Eisenbahnfreunde Schwarzenbeck laden ein zu ihrem Osterfahrtag am Samstag, dem 30. März 2024 zwischen 11 und 17 Uhr. Röntgenstraße 24 in Schwarzenbeck. Das Deutsche Feld- und Kleinbahnmuseum in Deinste bei Stade lädt ein zu den Museumstagen mit Osterfahrten am 31. März und 1. April. Die Dampfzüge fahren stündlich von 10.40 Uhr bis 15.40 Uhr vom Bahnhof Deinste ab. So, wir sind am Ende von Ortlaufs frei nun vom Karfreitag, dem 29. März. Und ich sage vielen Dank an Andreas Eisgruber. Er hat nämlich heute die Verabschiedung in Wort und Bild übernommen. Dankeschön. Dank an Andreas Eisgruber. Er hat mich porträtiert und meine letzten Worte quasi auf die Schiene gelegt. Vielen Dank dafür. Und tschüss.